Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um einen autoverrückten Deutschen, der seine Zeit in Miami verbringt. Heute habe ich etwas ganz, ganz Besonderes mit euch vor. Ich habe mir den 74er Targa, den ich habe, geschnappt. Ja, ja, da bin ich euch noch ein Video schuldig und das wird auch definitiv kommen. Und fahre mit dem Targa zu einem Freund, treffe mich mit einem Freund von mir und dann wiederum fahren wir zu einer, wie sagt man im Amerikanischen, undisclosed location, also einem mehr oder weniger geheimen Ort. Und zwar schauen wir uns eine der beeindruckendsten privaten Autosammlungen an, die ich in meinem Leben gesehen habe. Zumindest anhand der Fotos, die ich vorweg gesehen habe, bin ich mir sicher, dass das mega, 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 mega beeindruckend sein wird. Und euch darf ich glücklicherweise mitnehmen. Es handelt sich um die Wilson Collection, etwas nordwärts in Florida. Und die hat scheinbar über 100 unglaublich interessante Fahrzeuge. Und zwar geordnet nach Kategorie Rennfahrzeuge, Kategorie amerikanische Fahrzeuge und Kategorie europäische Fahrzeuge mit sehr, sehr vielen Porsche. Ja, ich bin auf jeden Fall mega krass gespannt, denn normalerweise kommt man da nicht so einfach rein. Und ich hoffe, ihr genießt die nächsten Minuten des Videos auch genauso wie ich es dann tun werde, wenn ich mir diese ganzen Koryphäen vor Ort anschauen kann. Ja, meine Lieben, und da sind wir dann auch schon mitten in einem Industriegebiet, etwas nördlich in Florida. Ich sagte ja, es ist die Wilson Collection, so viel kann ich sagen. Die Adresse möchte ich jetzt nicht verraten. Drumherum alles totenstill, wie ihr seht. Ich drehe mal die Kamera. Hier sind dann die Autos, mit denen wir angekommen sind. Da steht mein blauer. Video folgt in Kürze. Und ja, ich mache es jetzt mal spannend, denn ich habe einmal ganz kurz reingeguckt und ich bin fast ausgeflippt, muss ich sagen. Denn was euch hier erwartet, das wird euch definitiv allen Autofans die Sprache verschlagen. Achtung, Freunde, einatmen. Ich filme mal den Boden und wir schauen hoch. Das ist die erste Halle, liebe Freunde. Und ich meine, was sagt ihr? Ich glaube, ich bin sprachlos und ich rede ziemlich viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon Gelenos Sammlung gesehen und die ist noch um einiges größer. Aber die hier ist genauso liebevoll eingerichtet. Er hat sehr, sehr spezielle Autos, sehr coole Autos. Die zeige ich euch gleich. Und ja, ich mag dieses... Die Wände sind voll mit Fotos, mit Werbeanzeigen, mit alten und sowas. Und das, finde ich, macht es besonders. Da sieht man, dass jemand nicht nur Autos sammelt, weil es vielleicht cool sein könnte oder sowas, sondern es sammelt hier jemand Autos, die er auch fährt. Und er liebt das Ganze. Und das ist das Wichtigste eigentlich hier. So, und jetzt gehen wir mal auf Tour. Es stehen hier echt viele Autos, deswegen mache ich das alles relativ schnell. Wir haben hier die europäische Ecke, alte Mercedes, wie ihr seht. Hier der weiße zum Beispiel, ein 71er 280 SE 3.5 Coupé, 3,5 Liter V8 unter der Haube. Hier R8, V10, alter Datsun. Da drüben die britische Ecke, aber da komme ich gleich zu. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Ihr seht, Porsche 60er Jahre, hier 997, hier dann ein 964, leicht modifiziert, er hat nämlich klare Scheinwerfer zum Beispiel, wie ihr seht. Weiter geht's, hier ein ganz, ganz früher Targa, also noch der Vorgänger von meinem G-Modell und ein ganz seltener vor allen Dingen, weil die ganz, ganz frühen, die hatten noch eine
Stoffscheibe hier hinten. Meine hat ja schon eine feste Scheibe und hier die Vorgängermodelle, die ganz frühen davon zumindest, die hatten noch diese Stoffscheibe, bevor man übergegangen ist, diese Stoffscheibe zu ersetzen gegen eine Glasscheibe. Da machen wir mal weiter. Hier noch ein früher Porsche. Hier dann was sehr Interessantes. Das Schild beschreibt ihn als 67er 911 SR. Und zwar ist das Ganze hier als Rennwagen umgebaut. Sehr, sehr cool, wenn ihr euch das anschaut, denn hier tankt zum Beispiel vorne, hier vorne durch die Haube der Einfüllstutzen, dann hier gekürzte Frontscheibe, Überrollbügel drin, richtig krasse Schalensitze. Also so muss das dann sein, wenn man unterwegs ist. Das Auto hier zum Beispiel wird vom Besitzer noch regelmäßig bei Rennen bewegt, ist ein 356, wie ihr erkennen könnt, auch hier auf Rennbetrieb umgerüstet, coole, futuristische, sehr windschnittige Außenspiegel hier, Tankeinfüllstutzen, die Sitze sind wohl höher montiert worden, damit der Besitzer rausgucken kann. Überrollkäfig ist drin. Oh, mir verschlägt die Sprache. Freunde, ich laufe einfach mal so durch. Das hier ist ein Lister, wie ihr seht. Das Auto hier ist allerdings kein Fiberglas, sondern das ist komplett aus Aluminium gebaut worden, nachgebaut worden, quasi gefertigt worden hier, weil wenn man schon einen möchte, dann macht man das richtig. Und das Lustige an dem Ding hier ist, eine Sekunde, ich mache mal kurz einen Schwenk hier hoch, ihr seht es vielleicht da oben, da liegt nämlich die Holzkonstruktion, die man nimmt, um dann halt diese Aluminiumteile wirklich in Form zu kriegen und daraus wirklich einen schönen Lister zu machen. So, weiter geht's. 356 Cabriolet, nein, Speedster, 356 Speedster sieht man an der gekürzten Frontscheibe. Hier auch nochmal einer, ein 59er Speedster. Boah, also echt krass da oben. Carrera RS, wenn ich es richtig sehe, ein relativ früher, wobei die Front, glaube ich, nicht original ist. Der wurde wahrscheinlich über die lange Zeit seines Betriebes mal umgebaut. Daneben, ich habe keine Ahnung, was das für ein Porsche ist gerade, das werdet ihr mir vielleicht erzählen können. Auf jeden Fall ein Rennwagen, wie ihr seht, das ist nämlich die Rennwagenecke hier. Übrigens sind alle Autos außer den Rennwagen zugelassen, denn der Besitzer wechselt gerne ab, tauscht gerne durch. Das hier ist mal ein Blick, da fällt dir nichts ein, muss ich sagen. Gleich mal einen Schnappschuss machen mit dem Handy, denn der lohnt sich definitiv auch für später so, als Erinnerung für mich. So, weiter geht's. Hier diverse andere Rennwagen. Wie ihr seht, alte Jaguar. Spektakulär. Aber bevor ihr das Gefühl habt, wir wären jetzt vielleicht fertig. Nein, das sind wir bei weitem nicht, denn ich drehe mich jetzt mal nach rechts. Und was passiert hier, liebe Freunde? Hier geht es mal eben ganz kurz weiter. Das ist so die amerikanische Ecke, wie ihr seht. Corvette Stingray. Muss mal gucken. Das ist eine 63er Stingray, wie ihr sehen könnt. Denn, seht ihr daran, nur die 63er Corvette der zweiten Generation hatte die geteilte Heckscheibe, wie die hier. Oh, also da sind doch so die begehrtesten eigentlich, wenn es um die C2 geht, weil die halt wirklich nur in einem Modell ja diese Scheibe hatte, danach war die Scheibe durchgehend. Ach, was soll ich sagen, Ford GT40, alte Boote, lustige Geschichte nebenbei. Was sie hierunter verbirgt, weiß ich nicht, da würde ich sagen ein Porsche auch, das da, puh, keine Ahnung was es ist. Hier Ford Thunderbird, ich glaube ein 55er müsste es sein und was ich gerade schon erwähnt habe, die Wände und sowas, alles ist hier mit Fotos verziert und Flaggen und Emblemen und das ist halt das Coole. So muss es eigentlich sein. Das macht es einfach wirklich, wirklich besonders. Das hier ist auch gut. Das ist ein Scarab Mark I. Das sieht man auch nicht allzu oft, sind mittlerweile auch sehr teuer. Diese geschwungene Karosserie ist natürlich schon mal sehr lustig, spektakuläres. Sehr cool. Auch die Finne hier hinten, diese aerodynamische Finne hinter dem Fahrer. Also ist schon sehr, sehr ansprechend, kann man nicht anders sagen. Gut, dann gehe ich jetzt mal weiter. Denn wie ich euch gesagt habe, wir sind noch lange nicht fertig, denn hier geht's weiter. Hier ist nämlich die italienische Ecke. Und das hier ist auch wieder, ja, ich kenne mich mit Italienern nicht so gut aus. Ich kann euch nur sagen, dass das, was ich hier sehe, definitiv mega spektakulär ist, sehr, sehr schön. Das hier, da seht ihr wieder so eine Holzkonstruktion, anhand derer man dann auch aus Aluminium Autos wirklich nachfertigen kann. Also sowas muss man erstmal finden oder dann wirklich auch bauen. Also das ist schon, allein das hier ist schon nicht nur viel Geld wert, sondern auch bemerkenswert anzusehen.
Am Ende geht es ja nicht immer ums Geld, sondern darum, dass einfach irgendwas eindrucksvoll und schön ist. Für einen selbst und einen selbst glücklich macht, logischerweise. So, 64er Alfa Romeo Giulia TZ. Die Alfa Romeo-Freunde werden jetzt vielleicht sagen, oh wow, okay, das ist wirklich cool. Ich kenne mich mit Alfa nicht aus, ich kann nur sagen, dass das Ding hier ein wirklich sehr, sehr schönes Design hat. Das Heckdesign, ich weiß nicht, ob ich es euch einigermaßen zeigen kann, ist bildschön. Ihr seht vielleicht auch hier, wie die Karosserie hier hinten so fließt, wie das Heck ausgearbeitet ist. Also es ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und wir sind noch lange nicht fertig, wie ihr seht. Natürlich nicht. Ja, Freunde, schaut euch mal an, wie das Chassis hier aussieht. We took a motor out of a 107 Maserati, which is the Quattro Forte. Yeah. Which is kind of nice, because most of them came with automatics. 54er Maserati A6 GCS Spider, so heißt das Ding hier wohl. Ein Traum. Sehr puristisch, erinnert so ein bisschen an die Cobra, aber war ja fast die gleiche Zeit. Die steht übrigens daneben, jetzt fällt es mir auf, also im direkten Vergleich. So ein bisschen sieht man auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Das hier war ja auch was Britisches eigentlich, bevor Carroll Shelby sich der Geschichte angenommen hat. Ich bin relativ sprachlos, wie ihr seht. Nicht, weil ich zu den Autos nicht sagen kann. Ich kann zu den meisten was sagen, aber es ist einfach beeindruckend. 72er Ferrari 246 GT Dino. 2,4 Liter V6, 3 Weber Vergaser. Und der Zustand ist absolut, absolut Neuwagenzustand. Was übrigens noch wirklich sehr, sehr krass ist, das habe ich vielleicht noch nicht gesagt, alle diese Autos sind zugelassen, alle diese Autos sind versichert, denn so kann der Besitzer immer, wenn er Lust hat, einfach einen der Wagen rausfahren lassen und sich damit dann auf Reise begeben und einfach genießen. Und da muss ich sagen, gut, da ist auch Geld mit involviert, aber ich finde es cool, dass der Herr Wilson das so macht oder die Familie Wilson, dass sie diese Autos dann auch wirklich fährt und bewegt. Denn Autos sind am Ende zum Fahren da. Manchmal merke ich selbst, dass ich den alten 74er viel zu selten fahre. Wenn ich ihn dann aber fahre, dann merke ich, wie ich es eigentlich auch genieße, dass das so der Fall ist. So, hier sind wir dann in der britischen Ecke. 61er Jaguar Mark II, sagt das Schild zumindest. Hier ein schöner E-Type, auch in einem absolut krassen Zustand. Cabriolet, hier ein Coupé. Daneben ein Lotus. Was ist denn das? Wie heißt denn dieser Lotus? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal drunter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir sehen, dass es ein Rennwagen ist, aber ich weiß nicht, was für einer. Lotus Elan, so viel weiß ich. Austin Healey 100S, Modelljahr 55. Cool auch hier so diese Details, mit denen man so wirklich liebevoll unterwegs war damals. Erstmal dieser ganze Chrom, der überall dran ist. Oder dann auch diese Lederstreifen oder dieser Lederstreifen über der Haube, der die Haube zusätzlich noch festgehalten hat, neben den normalen Verschlusspunkten. Hinten der Einfüllstutzen, wie ihr seht, wieder für den Sprit. Und hier auch der Innenraum mit diesem Blau, mit diesen beigen Details. Das ist schon krass. So muss es eigentlich sein. Wunderschön. Das hier was ziemlich Altes, und zwar ein MG TD 1953. Ja, lustig ist, dass MG doch zu einer gewissen Zeit, auch in den 50ern, noch wirklich, wirklich so ausgesehen hat. Das Auto hätte auch aus den 30ern stammen können, finde ich persönlich. Also da hat MG so ein bisschen lange gewartet, bevor sie ihr Design geändert haben, wie zum Beispiel zu dem hier. Das ist ein MG, und was steht hier? Supercharged steht hier auf der Seite drauf. MGA Supercharged. Krasses Ding. Auch diese kurze Scheibe wieder dahinter, dieser Buckel, diese Finne, die wirklich wieder für die Aerodynamik sorgt, wenn der Fahrer unterwegs ist. Und dann halt hier nochmal was Britisches, ein Aston Martin Vantage. Hier sind wir dann in der Schrauberecke, in der Werkstatt sozusagen, wo die Autos alle immer in Schuss gehalten werden, damit Herr Wilson damit auch fahren kann. Krass, hier oben das Ding zum Beispiel aus Aluminium, die Karosserie komplett gefertigt worden, hier im Hause. Also quasi ein Nachbau, aber wenn dann nicht aus Fiberglas oder irgendwas, sondern wenn, dann macht man es gleich richtig. Also man sieht im Detail auch hier, wie daran gearbeitet wurde. Aber es ist bemerkenswert. Man muss erstmal diese Rundung hinkriegen, dann gleichmäßig diese Rundung hinkriegen. Es ist schon sehr beeindruckend. Es ist immer noch absolute Kunst. Jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich beeindruckt.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin echt immer noch ein bisschen perplex, muss ich sagen, dass sowas hier eine Privatsammlung ist. Aber es ist cool, dass Menschen das können, wenn sie Autos lieben. Und man darf ja nicht vergessen, die tun es nicht nur für sich selbst, diese Autos zu sammeln, sondern sie erhalten ja auch Kulturgut, kann man nicht einfach anders sagen. Denn auch Autos haben Geschichten zu erzählen, zeigen Entwicklungen der Menschheitsgeschichte auf, muss man auch so sagen. In Jahrzehnten tut sich vieles, man sieht Designunterschiede, man bekommt vielleicht auch mit, wie die Menschen damals getickt haben. Ich sag nur 50er Jahre, späte 50er Jahre bei den Amerikanern zum Beispiel, mit den großen Heckflossen oder sowas, wo man angetan war vom Raketenzeitalter oder sowas, wo man davon geträumt hat, zum Mond zu fliegen zum Beispiel. Also solche Geschichten. Ich bin sprachlos, ich finde es total cool hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, bitte Daumen hoch für das Video. Meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, das ist wichtig. Dann seht ihr nämlich jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf weitere Klicks durch euch und wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende, ein bevorstehendes. Bis bald in ein paar Tagen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.